Also entstanden ist es vor 16 Jahren, da habe ich das erste Mal den Lauf in Dahme durchgeführt zum Fleming Frühlingsfest in Dahme. Und da ist das Autohaus Hoffmann und Söhne an mich herangetreten und hat gesagt, die würden mich gerne bei dieser Veranstaltung unterstützen. Und das Jahr später war es dann das erste Mal der Fortlauf, also praktisch vor 15 Jahren. Sortiere jetzt die Starter nach dem Alphabet, alle, die sich vorangemeldet haben. Ich sag mal, es macht schon. Es ist ein Haufen Aufwand, aber es macht schon Spaß. Sportvereine jetzt. Das sind die Sportvereine dann alle. Okay. Da gibt es auch einzeln raus. Feuerwehr. Nee, die nicht. Kommen ja meistens, dann kommt wirklich einer, die abholen gemeinsam. Okay. Es macht teilweise Spaß. Ich versuche auch bei der Beantwortung der E-Mails. Also erstmal jeden zu antworten, die E-Mail zu bestätigen, damit er weiß, dass er auch angemeldet ist, und schicke immer die Fotos und die Videos von dem Jahr zuvor als Anhang mit, damit der Läufer auf die Veranstaltung eingestimmt wird. Ja, gut.
Schön, soll ich jetzt hier oben stehen bleiben oder was? Könnt ihr mal gucken, wo unten die Schnur hängt? Klopft oder was? Über die 2,5 Kilometer 96 Starter gehabt. Wir haben auf der Bambini-Strecke eine Verdreifachung gehabt. 48 Bambinis, so viel hatten wir noch kein Jahr. Gehen wir davon aus, dass auf der Hauptstrecke 5, 10 und 15 Kilometer laut ersten Informationen ungefähr 260 Starter waren, sodass wir ein Starterpult von 360 bis 400 Läufern und Läuferinnen hatten. Ohne die Rittersleute, die heute aus Spaß mitgelaufen sind, zu zählen. Also es war ein voller Erfolg heute. Gucken wir nochmal die Strecke an, ob Äste unten liegen und die hier dann Kuhblätter oder andere Sachen. Also praktisch die Stellen beseitigen, dass eben keiner fallen könnte. Ja. Das ist ja ganz wichtig. Die Brot schnell machen. Wenn das Wetter so doll warm ist, dann nimmt jeder Läufer ganz gerne mal im Wasser Schwamm, um sich ein bisschen abzukühlen.
möchte man schon machen. Der Aufwand, der sonst betrieben wird, kann in alleine wohl nicht packen alles. Er macht schon so viel, der Uwe. Runter. Wofür? Ach, hier für die. Und ich will Start, soll ich runterbringen zum Start und. Nee, Quatsch, Siegerehrung. Ja? Siegerehrung, das ist alter Mann, Mensch. Ach, mein Gott, die Partei. Himmel, Donnerwetter. Moin. Die zwei Bänke bleiben hier, als andere geht an die andere Wasserstelle. Zwei Tische und zwei Bänke müssen drinnen bleiben. Bist du da oder auf der Seite hier? Da hinten am besten, ja. Wo ist meine Medaille? Zeitnahme? Ja, das Alter ganz durch. Gut, ja. Läuft, geht, passt. Danke, war schön hier bei euch. Schöner Lauf, gut durchgekommen, kontinuierliches Tempo gelaufen, bin sehr zufrieden. Schönes Wetter, schöner Lauf, schöne Runden, oft überrundet.
ist ja immer bei so einer Sache immer mehr Arbeit dahinter, als man denkt. Und wenn es geklappt hat, sagt jeder, na ja, gut, hat geklappt. So. Aber was dahinter steht, das sehen die wenigsten. Also die Akutphase, ich sag's mal so, die wirklich jetzt mit dem Eingeben der Teilnehmer sich beläuft sich auf circa eine Woche. Immer nach der Arbeit, eigentlich noch bis um 9, 10 Uhr sitzen wir immer. Genau. Da wird alles eingegeben und eingepflegt in die Excel-Tabellen. Hm? Oh!